Verder ging het richting het oosten. Vanaf onze camping in Nisa reden we direct naar de plaats Auschwitz, waar we een bezoek brachten aan het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau. Ungefähr 50 Kilometer westlich von Krakau erstreckte sich bis 1945 das riesige Gelände des gesamten NS-Lagerkomplexes von Auschwitz. Heute befinden sich auf dem Areal ein Museum und die Gedenkstätte. 1939 wurde Auschwitz von der deutschen Wehrmacht besetzt. 1940 konnte die SS unter Führung von Heinrich Himmler das Areal schnell und ohne viel baulichen Aufwand zum KZ umfunktionieren. Die SS errichtete das Stammlager 1 in den Gebäuden einer ehemals polnischen Kaserne. Beginn 1941 erhielt Rudolf Höss von Himmler den Befehl, ein zusätzliches Arbeitslager für zunächst 100.000 Häftlinge zu bauen. Das Dorf Birkenau wurde daraufhin komplett abgerissen und es wurde hier das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, auch Auschwitz II genannt, errichtet. Die Stadt Auschwitz lag an einem strategisch günstigen Eisenbahnknotenpunkt im Osten, denn hier kreuzten sich die südlichen Bahnlinien aus Prag und Wien mit denen aus Berlin, Warschau und den nördlichen Industriegebieten Schlesiens. Und man fand hier alle Voraussetzungen für die geplanten Massentransporte. Nach der Wannsee-Konferenz wurde das KZ Auschwitz ab Frühjahr 1942 zum Ort einer systematischen Vernichtungs- und Mordmaschinerie ausgebaut. Mitte Januar 1945 wurden noch etwa 56.000 Häftlinge von der SS aus dem Gebiet evakuiert und größtenteils in Todesmärschen nach Westen getrieben. Am 27. Januar 1945 befreite die sowjetische Armee die Häftlinge des KZ Auschwitz. Was sie vorfand, ist bis heute unfassbar. Die SS hatte das Lager hastig geräumt und versucht, die Spuren ihrer Mordmaschinerie zu beseitigen. Viele Akten wurden schnell verbrannt, nur wenige Dokumente und Fotos sind erhalten geblieben. Der größte Teil der Baracken, die Gaskammern und Krematorien wurden gesprengt. Schätzungen zufolge sind in Auschwitz zwischen 1,1 und 1,5 Millionen Menschen ermordet worden. Na een 2 uur durende tour stapten we onder de indruk weer in de auto. In de plaats Wadowice stopten we voor een boodschap voordat een flinke plensbui op ons neerdaalde. We waren op weg naar Zakopane, waar eigenaar Maciek ons vriendelijk op zijn camping verwelkomde. Zakopane ist die am höchsten gelegene Stadt Polens und befindet sich im Nationalpark Hohe Tatra an der Grenze zur Slowakei. Hier liegt auch der mit 2499 Metern höchste Gipfel Polens. Zakopane ist das wichtigste Wintersportzentrum des Landes, aber für viele Polen ist die Stadt ganzjährig einen Besuch wert. Und so wimmelt es in der Innenstadt und rund um die Sprungschanzen nur so von Besuchern.
Ja, we zijn aangekomen in Zakopane. En eigenlijk was het vandaag de bedoeling om het Tatragebergte in te gaan. Ja, zoals je ziet zijn er een hoop wolken vandaag. Het zou ook gaan regenen flink, net als gisteren. Dus we hebben vandaag besloten om alleen de Huisberg van Zakopane te bestijgen. We klimmen. De naam van die berg, Klupska, zoiets, geen idee. Maar we gaan het in ieder geval wel doen. En waarschijnlijk drinken we dan nog een koffie. In Zakopane. Ik denk we moeten hier links omhoog. Irgendwie habe ich das heute mit dem Gammeltag falsch verstanden. Statt rumzugammeln und nichts zu tun, steige ich jetzt hier wieder irgendwelche Berge und schwitze mich kaputt. Es ist nämlich ganz schön schwül. Aber naja, so ist das halt mit Eddie. Ich glaube, der Sessellift ist schon eine ganze Weile nicht mehr so wirklich in Benutzung. Ich dachte, das hat was mit Corona zu tun. Jetzt sind wir oben angekommen. Von Regen ist noch weit und breit nichts zu sehen. Und das haben wir nicht als Einzige festgestellt, weil wir sind hier definitiv nicht alleine. Waar hadden we het nou net over? Maar zei je net iets dat het niet zo aardig was, kunnen we zeggen. Thank you.
zo. Even op de map kijken. Wat gaan we allemaal doen, Romy? Waar zijn we nu? Kan je nou vertellen waar we zijn? Kamertak. Hier, you are here. Im Nationalpark Hohe Tatra gibt es ein breites Netz von Wanderwegen. Wir haben uns für eine Wanderung durch die Täler Kostschiliska und Chochowowska entschieden. Beide Täler sind ungefähr 9 bis 10 Kilometer lang und man kann sie mit einer Wanderung über den Pierwetsch-Pass kombinieren. In den letzten Jahren hat sich auch in der Tatra der Bogenkäfer stark vermehrt und die Fichtenmonokulturen extrem in Mitleidenschaft gezogen. Die widerstandsfähigen, ansehnlichen Mischwälder wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch umfangreiche Monokulturen von Fichten ersetzt, die relativ schnell heranwachsen und somit in kürzerer Zeit mehr Gewinn bringen. Die Ausbreitung des Schädlings scheint sich ungebremst fortzusetzen und das Resultat ist leider überall zu sehen. Können wir machen. En dan denk ik, dan hebben we 10 kilometer gelopen. Wat denk je? Zes kilometer.